Paige wollte sich ein Leben nach ihren eigenen Vorstellungen aufbauen. Ich wünschte mir einen Schnelldurchlauf durch die nächsten 5 Jahre mit abgeschlossenem Medizinstudium. Oh, ich hasse ihre Vorträge über ihre Lebensplanung. Ups. Edward versucht, einem Leben zu entfliehen. Du wirst der nächste König von Dänemark sein. Das er nicht wollte. Wisconsin regiert! Yeah! Von heute an, Sören, werden Sie mich nicht mehr Prinz nennen, sondern schlicht Eddie. Für diesen Ungehorsam erbitte ich eure Vergebung. Er zitiert Shakespeare wie so ein Herzog oder Lord. Solche Wichtigtour hasse ich. Hey! Dass ich einen Korb kriege, ist mir noch nie passiert. Es gab bisher auch noch keine, die nicht wusste, dass sie ein Prinz sind. Ich finde, er ist ein heißer Typ. Ich kann jetzt nur nichts brauchen, was mich vom Studium ablenkt. Was bedeuten die Pins? Wo die roten stecken, war ich schon. Wo die grünen stecken, will ich noch hin. Wieso? Ich bin noch nie einem Menschen begegnet, von dem ich so beeindruckt war. Ja! So habe ich mich noch niemals gefühlt. Prinz Edward, wie heißt das? Lauf! Paramount und Lionsgate präsentieren. Wo ist Eddie? Oh, du meinst den Prinz, der meine Kekse gegessen und keine neuen gekauft hat? Der ist nach der letzten Prüfung abgehauen. Oh nein. Was ist? Du hast mir nicht gesagt, dass du noch bei deinen Eltern wohnst. Hi. Haben Sie mal Zwiebel-Pringles mit Sauerrahm versucht? Ich halte das nicht aus. Eine Königin muss alles, was sie ist, für das, was sie sein muss, opfern. Muss ich darin atmen können? Nein. Toll, dann sitzt es perfekt.